Hallo, liebe Freunde des gepflegten Hack-and-Slay-Spielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Diablo 3 Reaper of Souls mit dem lieben Vanori. Hallo. Hallöchen, Popöchen. Und jetzt geht's zur Mutti. Zur Mutti. Mutti Nummer 570 oder so. Wie viele Muttis haben wir schon geplättet? Geile Muttis kann es nie genug geben. Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Was macht sie denn jetzt hier? Menstruation. Ach du lieber Himmel. Oink, oink. Ihr seid unseres Schicksals Schmied, unabhängig von ewigen Konflikten. Doch euch ist diese Wahl nicht. Hält schon ein bisschen aus. Und die macht auch ein bisschen mehr Schaden. Aber sie lässt sich auch leicht betäuben, das ist witzig. Jo, ich bin mal eben raus. Die teleportiert sich. Ja, das kann die auch. Seid ihr wirklich nur wegen Lea so wütend? Was für eine Fashion. Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid derjenige, der ihn befreit hat. Was geht denn hier? Ja, die Dinger, da solltest du nicht unbedingt berühren. Was, diese Wabbeldinger? Ja. Meister wird zurückkehren. Die sehen aber witzig aus! So lustig sind die dann am Ende doch nicht. Was machen die denn? Die machen so Blutflecken auf dem Boden. Aber die machen töten? Zusätzlichen Schaden. Nee. Ne. Oh, die hält schon einiges aus. Ja. Aber die macht auch nicht so viel Schaden, dass es unbedingt so tragisch wäre. Ich sie auch immer wieder betäuben kann. Also, aber ich muss aber auch mal raus hier. Ja. Mutti, geh weg. Ja, die macht hier einen schönen Blutregen und sowas. Oh, ich bin mal eben hier unterwegs. Ja. Und so. Ja, sie hat sich. Ihr habt es nicht einmal vermutet. Ich wollte mir eigentlich in so einem Heilbrunnen einmal heilen, aber. Lädt die sich wieder auf? Nee, die lädt sich nicht wieder auf, aber die macht immer halt diesen Brunnen. Alter, das werden immer mehr von den Viechern. Ich hab die in der halben Teleportationsbewegung. Hab ich die gestunt. So lustig aus. Alter, oh, komm, Schwede. Bleib einfach mal stehen, Mutti. Ja, okay, ich muss echt. Du musst echt langsam mal down gehen. Wow, shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich kann mich nicht mehr heilen mit Q, weil das noch ein bisschen dauert. Und die macht mir zu viel Schaden. Ich bin kurz vom Verrecken. Ist hier irgendwo ein Heilbrunnen? Ja, den habe ich gerade benutzt. Du Arsch. You're welcome. Wah! Jetzt kommt die zu mir. Es nicht einmal vermutet. Ach komm, jetzt lade ich wieder auf. Ja, das ist natürlich dumm. Oh, und hier kommen diese ganzen Fuzzi-Viecher, die alle immer diese Pfütze setzen, ne? Ich glaube, ohne die wäre die gar nicht das Problem. Wäre sie wahrscheinlich auch nicht. Ist sie aber. Naja. Fein, dass sie sich immer so oft rumteleportiert. Oh shit. Das Feuer. Wah, wah, Kuh! Wuh. Was ist los? Das war gerade knapp. Ach na, wenn es weiter nichts ist. Komm, jetzt geht down. Oh, jetzt hat sie diese Pfütze reingestellt. Yes.
Diablo wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Nein, ich will dein Gelaber nicht hören. Trotzdem danke. Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Nichts. 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 Also. Nee. Ja. Für mich war da jetzt nichts dabei. Ach, guck mal, wer ist boah, das? Doch, für mich kam noch ein Schildball rum. Guten Tag. Ich quatsche dir mal an. Ja, guck dir mal das bevor hier noch an. Bevor sie starb, hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael, also muss er dort sein. Ist jetzt, also 1% mehr Schaden, 4,3 mehr Zähigkeit, aber minus 2,5 Erholung. Ich weiß nicht, ob es das jetzt unbedingt so ausmacht. Kann ich auch nicht sagen, aber wir müssen zurück. Ja. Ich kehre in die Stadt zurück. Und mit Tübeli-Typ reden. Aber ich tue erstmal alles, was ich dabei habe, einmal verschwinden lassen. Wo ist denn hier... Bist du bei einem Händler gerade? Nee. Handwerker? Ja, die Dinger, die ich halt dabei habe, mal so entzaubern, um noch ein bisschen Zeug zu kriegen. Händler sind ganz hier unten, wenn du irgendwas verticken willst. Und wo ist die Edelsteinfrau? Bleib schon beim Edelstein, ne? So, tolle Frage. herstellen. Edelsteine kombinieren. Ach, kann ich gar nichts. Ich habe gerade eine bessere Waffe gefunden. Aha, wo hast du die denn hergeholt? AKA Händler. Oh, du hast aber auch echt das Glückskeks gefressen. Jo, so ein bisschen. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich spreche in der Enklave mit Tyrael. Okay. Ja, so oben da in diesem Burg. Ach, da aus ist das Ausrufezeichen. Ich habe das jetzt nicht gesehen. Das hat sich versteckt. Jetzt wissen wir, dass sich Maltael in den Ebenen des Wahnsinns aufhält. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Er ist ein Feigling, der sich versteckt, bis er stark genug ist, mir gegenüberzutreten. Oho. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Wir sollten sofort aufbrechen. Guck mal, ich habe auf meinem Schild einen Engel drauf. Oh, wie schön. Ja, ist das nicht süß? Was passiert hier? Oh. Schon wieder in die hohen Himmel. Komisch. Das ist aber langsam. Das Tor. Der Nephalem ist hier. Oh. Wer ist das denn? Wow. Keine Ahnung, sie geht down. Sie geht down. Die Mutti geht down. Na, erstmal stößt sie mich hier weg. Ja, ich glaube, die mag uns nicht sonderlich. Ich komme gar nicht zu ihr ran, ey. Na, ich glaube, mich hat's ein bisschen lieber. Ich stehe jetzt was länger an ihr. Ich ja, da ging er down. Ich brauche mehr Zeit. Aber hätte ich kein Geld ausgegeben, hätte ich trotzdem nur eine Waffe gekriegt. Halt ich bin aber sehr hartnäckig. Ne? Ich glaube, zu zweit auf einen ist das Ganze auch etwas sinnvoller. Okay. Wagt es uns anzugreifen? Ja. Maltael ist mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass ihr euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Ach, Imperius, du Depp. Der trägt die Nase so hoch, so hoch in den Himmel, dass er sich selber wieder am Hintern riechen kann. Maltael hat versucht, mich von den Ebenen des Wahnsinns fernzuhalten. Doch mich
hält niemand auf. Nun durchquere ich diese Schlachtfelder, auf denen einst Engel und Dämonen kämpften. Ich muss die Festung des Wahnsinns und mit ihr den Engel des Todes finden. Ich werde ihm zeigen, was Tod bedeutet. Diese Dramatik. Ich habe übrigens einen Hammer für dich. Und ich habe jetzt schon Paragon-Stufe 4. Nice. Guck schön, mal hier. Schön. Nö, der ist für Baba. Ah, scheiße, okay. Zweihandwaffe Baba. Aber nett. Ja, ich benutze bloß leider keine Zweihandwaffen. Ja, da kann ich dir auch nicht helfen. Das ist selber schuld. Ja, bin halt ein Depp. Warum bist du eigentlich so viel schneller als ich? Ich weiß nicht. Wir treffen uns dort. Ich werde euch zeigen, was getan. Wir haben dich gefunden, Imperius. Und jetzt? Ah. So. Hab ich irgendwas verpasst? Er hat gesagt, wir müssen zum Feldlager, wo wir ihn treffen. Kam das bei dir nicht? Nein, der hat mich eiskalt ignoriert. Boah, was ist denn hier los? Achso, hallo. Könnt ihr denn nichts alleine bewerkstelligen? Alter, hat er die Nase hoch. Ja. Er hat die Nase höher als alles andere. Das geht noch nicht. Aber die halten aber auch gut aus, die Dämonen. Ja, es wird langsam mal Zeit, dass ich eine neue Waffe finde, weil ich glaube, dass ich mittlerweile, was Schaden angeht, so ein bisschen Probleme kriege. Ja, wie viel Schaden? Drück mal I. Wie viel Schaden machst du? 124.000. Ja, ich bin bei 185. Ja. Ja, okay, meinen Hauptangriff aufgebaut habe, bin ich bei 202.000. Woran siehst du das? Ja, wenn du das Ding offen lässt, das Inventar, und dann halt guckst, wie viel Schaden du gerade machst. Ah, so. Okay, ja. Nein, bei mir geht's auf 137 hoch, aber... Ja, ich bin da schon irgendwie. Geduld ist keine meiner Stärken, Evelyn. Ja, ist ja gut, Mensch. Stell dich mal nicht so an. Dumme Sau. Wo bist du denn? Nicht. Moment, ja, ich bin gerade noch was am Gucken. Der hatte was nicht gespeichert. Ah ja. So, jetzt bin ich auf, wenn ich wirklich alles zünde, bin ich auf 219.000. Geht, glaube ich, klar. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie bin ich da auch mal hinten dran. Okay, ich habe aber auch mehr Schwein als alles andere, dass die ganzen Waffen gefunden werden. Ich meine, ich habe jetzt schon wieder eine Zweihandwaffe gefunden, aber die ist zum Glück nicht besser als das, was ich habe. Hier ist übrigens was, irgendwas Großes. Ja, sieht danach aus. Ist doch ganz hübsch. Na. Ist irgendwann, der ist schon fast down. Wo war denn der? Hier. Alter Mann, was ist denn los hier? Der macht dann aber doch schon ein bisschen Schaden. Zeug, ne? Aber die gehen so nach und nach und auch down hier. Ja. Jetzt kommt eh da der Chief Boss wieder. Ja. Was habe ich denn jetzt hier gefunden?
Das ist eine Belagerungsruhe. Was hast du denn hier fallen lassen, Schönes? Schild. Oh, das ist scheiße. Er hat irgendwas von der Belagerungsrune gefaselt und ist dann abgehauen. Da unten ist auf jeden Fall ein Portal. Und da blinkt's auch. Verlassenes Feldlager. Ah, da ist er wieder. Ach, hier. Seht ihr die Arme dort unten? Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Ihr könnt sie auf dem unten liegenden Schlachtfeld finden, zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. Na dann. Ich verramme, sobald ihr die Runen habt. Aber Nephalem, ihr solltet wissen, dass ich euch nicht dafür danken werde, wenn ihr Maltael von seinem Wahnsinn befreit. Das wäre auch zu viel verlangt. Du bist ein dummer Kunde, echt. Vulkathos. Aber ein richtig dummer Kunde. Was will der jetzt schon wieder? Ach, eine Hand kreuzt da, leck mich am Arsch, geh weg mit dir. Unterm Stein lagen mal eben so über 2000 Gold. Schauen wir mal, was uns hier unerwartet. Wie auch immer die da drunter gequetscht wurden. Guten Tag, die Herren und Damen. Ja, hier ist... Was es geht. Gut, kommen die denn her? Weil die verändern ihre Form, das ist witzig. Ja, die verändern ihre Form. Ich habe aber keine Lust, da rumzustehen. Ich merk schon. Habt ihr noch Down gemacht? Was ist denn hier los? Ich hab so ein paar Freunde gesammelt. Ich hab einen Wurm betäubt, der hängt da gerade so in der Gegend. Das sah halt witzig aus, wie er da in der Luft hängt. Das sind hier Leute, ey. Die sehen echt bescheuert aus. Also wir müssen da irgendwie runter, wie es aussieht. Oh, was haben wir denn hier? Oh ja, das ist interessant. Nee, oh, den was bist du denn? Platt. Das ist ein Special-Typ. Ah, ja. Der ist ganz interessant. Findest du, der steht doch noch rum und macht nichts. Der ist dauergestunt! Der ist dauergestunt, ja. Wie er einfach mal nichts hinkriegt. Schöne Sache. Jetzt habe ich nochmal geblendet. Da geht er down. Was das Coole an dem Typen ist? Er lässt ein Portal da. Ein schwerfälliger Koloss. Nice, oder? Ich hoffe, hier gibt's was Schönes für mich. Was habe ich denn gerade gefunden? Schnulli. Und sich als einfaches Portal zu tarnen. Diejenigen, die was labert der Typ denn da bei mir gerade? Was? Irgendwas labert da. Ich höre nicht zu. Ja, unten in der Ecke. Rechts. Ah, ja. Dimensionwandler. Immer diese Information, die keiner braucht. Das ist eigentlich ganz interessant. Aber. Ja, ich weiß doch. Du siehst aus, als wüsstest du, wo du hin musst. Was? Nö, weiß ich nicht. Ich wollte einfach nur sammeln. Guck mal hier. Schön. Um einfach mal ein bisschen was Platz zu lassen hier. Links und rechts, weißt du? Was ist eigentlich aus dem Kapuzenfuzzi geworden, den wir vor unserer lieben Tante da haben stehen lassen? Ja, ich weiß nicht. Der kam da, glaube ich, nochmal, aber das hast du, glaube ich, nicht mitgekriegt, oder? Kann sein. Diese Paragon-Stufen macht man schon sehr schnell. Zumindest am Anfang. Am Anfang, ja. Am Anfang sind die ziemlich schnell. Ich weiß gar nicht, wie weit es da geht. Keine Ahnung.
Meine Hiebe vernichten euch. Hier muss es irgendwo doch garantiert irgendwelche Viecher geben. Das sieht doch in einer großen Ebene aus. Hier ist nur der Ausgang. Ah, okay. Aber hier sollte es eigentlich noch irgendwo Champions geben und so ein Schwachsinn. Okay. Dann sind wir wohl irgendwo falsch abgebogen. Es ist halt extrem verwinkelt hier, ne? Ich hab hier irgendwie einen Matcher gefunden. Och, Zweihand. Könnte ich mal aufhören, dauernd Zweihandwaffen zu finden? Nein. Das nervt. Ja. Okay, also wieder hier irgendwie zurück und woanders abbiegen. Schnauze. Denke ich mal, ja. Vielleicht hier irgendwo? Mal ein Brunnen. Ein paar Vögel, ein paar Viecher, die sich droppen lassen. Sollen wir nochmal platt machen, oder? Naja, komm her. Habt ihr schon Angst? Zu viel, Gäste sind auch nervig. Zu viel Kundschaft, ne? Zu viel dumme Kundschaft. Toll, einmal im Kreis gerannt. Ah, hier ist ein Portal, guck mal. Und hier sind Dudes. Sehr schön. Oh, Lasershow. Oh Gott. Wieder rein. Ach, die Eisen auch noch, ey. Wow. Hat er gemacht. Was habe ich denn jetzt hier bekommen? Ach, nur... Kannst du das Ding hier gebrauchen, zufällig? Nee. Ich habe aber auch noch was hier. Guck mal, das hier. Tapferer Zermatscher. Ganz tapfer, der Typ. Ich meine 2% mehr Schaden, aber dafür 8,8% weniger Erholung. Nee. Oh, hier ist noch ein Portal. Ich komm mal rüber und dann duplizieren wir mal unseren Schaden auf den Typen. Oh, Laser. Ah, wie er mich genau in den Laser reinschubst. Die Sackratte. Als hätte er es gewusst, wa? Okay, einer ist down. Ja, der zweite ist auch gleich down. Ja, da. Da war es nur noch einer. Sehr gut. Was hat er denn hier fallen lassen? Irgendwas mit... Oh. Billo-Schild, was keiner braucht. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Sind wir wieder am Anfang. Das ist aber auch nicht viel, ne? Nee, es ist so ein bisschen... Es ist so ein... Oh, Schatzgoblin. 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 Ich bin ja unterwegs, aber meiner schickt immer... Plus gelben Typen. Schatzgoblin und gelber Typ. Wo ist denn der Goblin? Ach, hier. Hier, du bist da vorbeigelaufen. Ja, okay. Und dann auch noch Lasershow, ey. Ich könnte kotzen. Fuck. Alter! Wo ist der Goblin? Der ist nach oben abgehauen. Boah, der war kurz davor, ein Portal aufzumachen. Ja, der ist down. Der ist so gut wie down. Jetzt lauf doch nicht noch weg. Boah. Jetzt geh doch mal down, ey. Endlich, ey. Oh, ich hab was Türkises bekommen. Was Türkis? Ist das denn? Das war Türkis. Aber das war so hellblau halt. Aber irgendwie wird es mir jetzt nicht mehr angezeigt. Ach, oh, dann, ich hab wieder... Och, wisst ihr was? Ey, ihr könnt mich mal hier. Zweihandwaffe, bitteschön. Das war Arkanstaub. War das. Okay. Ja, kann ich aber nicht gebrauchen. Ey, könnte ich mal bitte...
Also ich nur noch Zweihandwaffen hier, ist echt ätzend. Oh, kannst du den hier zufällig gebrauchen? Ich warte mal, guck ich mir gleich an. Machen wir erstmal hier diesen gelben Fuzzi down. Da. Und Lasershow. Okay, warte mal, jetzt muss ich mal nachgucken. Also einmal, war das ein Schild, was du mir gegeben hast? Nee, das war glaube ich ein Helm. Ja, den kann ich tatsächlich benutzen, der ist ein Ticken besser. Und hier habe ich noch ein Schild, was aber weniger Schaden macht. Ah, das ist Mist. Aber wir müssen doch mal die Folge beenden, weißt du das? Ja, okay, das ist natürlich sehr interessant. Das würde ich gerne mal machen, wenn hier ein bisschen weniger los ist. Das finde ich gut, dann hole ich noch mal ein bisschen was. Guck mal hier. Super! Das geht noch nicht. Jetzt, okay, hier unten ist nichts mehr. Das heißt, das ist jetzt dann der letzte Rest. So, dann. Ich werde stärker. Yay. Wenn es euch gefallen hat, lasst beim Van Ori ein Däumchen nach oben da, schreibt in die Kommentare, wie geil er ist. Blablabla. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Diablo 3 Reaper of Souls. Ciao, ciao. Ciao, ciao.